Gott, ein 1 Million Abonnenten YouTuber. Oh mein Gott, der hat 1 Million Abonnenten. Und ich denke mir einfach so, Digga, willst du mich ficken? Yo Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Leute, und heute haben wir mal... Ich schwöre, ich kann nicht so reden. Gebt doch direkt jetzt schon mal am Anfang des Videos einen Daumen nach oben. Auch wenn ich es noch gar nicht zu Ende angeguckt habe. Aber ihr feiert ja eh alle Videos von mir, also warum solltet ihr dieses nicht feiern? Okay, ich mache den großen YouTuber-Modus einfach jetzt mal aus. Aber heute habe ich mal eine neue Real-Life-Story für euch. fangen wir einfach an. Denn ich war heute in einer Ausstellung von Pablo Picasso. Also, war ich wirklich. Also, jetzt ohne Scheiß. Weil ich seine Gemälde so interessant finde. Vielleicht war es auch einfach nur ein Schulausflug, den jeder mitmachen musste. Und da waren wir auf jeden Fall mit dem Spanischkurs und zum Glück nicht mit dem Kunstkurs oder irgendwie sowas. Ich musste nämlich diese Woche wählen, ob ich lieber im 13. Jahrgang, also nach den Sommerferien quasi, in meinem Abi-Jahr entweder Kunst haben möchte oder Musik als Fach. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, ich bin der schlechteste Maler ever. Wirklich ever. Vielleicht erinnern sich da noch ein paar Leute dran. Ich habe letztes Jahr auf meiner Facebook-Page so ein Bild von mir halt gepostet, ja, wie das ich gezeichnet habe. Und ihr müsst wissen, ich habe das in der 10. fucking Klasse gemacht in der Realschule, ja. Pass auf, ich blende euch das gleich hier mal ein und dann schreibt ihr mal in die Kommentare, was für ein Wesen, was für ein Lebewesen das sein kann, was ich hier malen wollte, ja. Und go! Passt auf, Leute, jetzt kommt die Auflösung. Es ist... eine Kuh. Und dieses Bild wurde, glaube ich, auch bewertet damals. Ich glaube, der Lehrer hat nachher noch auf dem Bewertungsbogen draufgeschrieben, dass er meint, dass es ein Bär ist. Ein fucking Bär. Also ich meine, im Nachhinein sieht es auch eher wie ein Bär aus, aber ich wusste gegen Ende auch nicht mehr, was es wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er sich den Schwanz da erklärt, aber naja. Ich habe im Endeffekt auf jeden Fall eine 3 dafür bekommen. Und nicht nur ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wow, der Lehrer ist bestimmt von Gott gesandt. Ja, Leute, das war wirklich. Aber ein zweites Mal möchte ich mein Glück auf jeden Fall nicht herausfordern. Ich spiele eh schon seit mehreren Jahren Gitarre, also insofern Musik ist live, ja. Außerdem keine Musiklehrer, den ich wahrscheinlich nächstes Jahr dann bekommen würde, kein richtiges Deutsch. Und die Lehrer, die kein richtiges Deutsch können, sind eigentlich immer korrekt. Ich weiß auch nicht warum. Aber weiter geht's mit der Story. Auf jeden Fall stehen ich und mein Kurs da gerade quasi noch vor dieser Ausstellung. Und dann gehen wir so an so einer Bushaltestelle vorbei. Und dann gucke ich so nach rechts und ich denke so, oh nein, Alter, den kennst du doch. Und dann steht da einfach Leon Marcher an der Bushaltestelle, ja. Und das Ding ist, er war da irgendwie die ganze Zeit mit so einem Penner oder so, Alter. Auf jeden Fall hat der Typ die ganze Zeit irgendwelchen Rotwein oder sowas gesoffen. Und ich denke mir einfach so, Digga, willst du mich... Ein Kollege von mir ist voll durchgeredet, er die ganze Zeit dann so, oh mein Gott, ein 1 Million Abonnenten YouTuber, oh mein Gott, der hat 1 Million Abonnenten. Ich find's echt mittlerweile ziemlich eklig, wie krass einfach Zuschauer auch auf die Abonnentenzahlen von YouTubern gucken. Weil es gibt so viele Menschen, die mittlerweile sagen, ja, ab so und so viel Abos bist du ein richtig guter YouTuber, beziehungsweise machst du gute Videos oder irgendwie sowas, das ist doch totaler Bullshit, Alter. Ich meine, ich guck doch die YouTuber wegen ihres Contents und nicht, wie viele Zuschauer die noch haben. Ich meine, ihr habt mich ja auch lieb, obwohl ich auch nur 2000 Abonnenten habe. Also, habt ihr doch, oder? Also jetzt ist so euer Part, wo ihr sagen müsst, ja, ja, Charlie, haben wir wirklich. Ansonsten denke ich mir halt auch nur, Digga, willst du mich fehlen? Irgendwie denkt mittlerweile jeder, dass irgendwie viele Abonnenten gleich guter Content heißt, ja? Und ihr müsst wissen, ich hasse Leon Marcher, ja? Na, also ich denke nicht, dass ich irgendjemanden hassen kann, nur weil der irgendwie sich im Internet so und so präsentiert oder so. Aber einfach von der Art und sowas alles ist das so ein ekliger Typ, Alter. Ja, und Leon, falls du dich jetzt durch meine Worte irgendwie verletzt gefühlt hast oder so, ja, komm, wir machen eine WhatsApp-Gruppe, da fügen wir 2 neutrale Personen hinzu und dann regeln wir das wie Männer, ja? Also, warum treffe ich eigentlich immer nur YouTuber, die ich nicht leiden kann? Das war sogar so schon auf der Gamescom. Wirklich der einzige, ja? Der einzige YouTuber, den ich auf der Gamescom gesehen habe, ja, mit dem ich gerne ein Foto gehabt hätte, ja, das war X The Solution. Und da war mein Handy alle. Ich glaube, das war das schlechteste Timing fucking ever. Ich meine, was ist das? You try your best, but you don't succeed. Ich meine, es ist wirklich okay, wenn ihr gerne Leon Marcher Videos guckt, ja. Ich finde es auch wirklich in Ordnung, wenn ihr irgendwie Monster oder sowas trinkt. Ihr dürft euch dann aber auch nicht wundern, dass ich dann in den Himmel komme und ihr dann... Nein, ist natürlich alles nur Spaß. Also, wenn ihr Monster trinkt, ist das wirklich vollkommen in Ordnung. Ja. Yeah. Ja, ich hoffe mal, diese Bereicherung an YouTube hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja immer noch, was ihr machen müsst, damit so viel Content weiterkommt. Irgendwie muss ich jetzt noch MassXD in diesem Video einfeatured, ansonsten heult er mich gleich voll im TS. Och nö, scheiß drauf, ja. Tschüssi. No, no, no.